Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute für euch Spektralfilter. Und wir starten das Spiel. Oh, wir sind schon drin. Wir sind drin im Game. Das sieht gut aus. Left click, right trigger to interacten. Okay. With door handles and other objects. Grafik gefällt mir sehr gut. Die sieht sehr, sehr gut aus. Maus ist... Maus müsste ich ganz kurz nochmal nachjustieren. Irgendwie bist du mega langsam mit der Maus. Sagen wir mal 5. Ah, schon ein bisschen besser. Ein bisschen besser. So. Zugeschlossen. Dann schauen wir mal hier. Hier geht gar nichts. Muss die Maus-Sensibilität tatsächlich nochmal anfassen irgendwie. Es ist noch nicht optimal. Return to game. Ja, schon besser. Okay. Finden wir hier irgendwas? Ein kleines Notizbuch. Okay, wir können es beiseite nehmen. Valve and Pipe Management. Ist hier irgendwo der Schlüssel? Okay. Schon zu doof, die erste Tür zu öffnen. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. So, haben wir eine Taschenlampe oder irgendwas? Nein, haben wir nicht. Dann würde ich nochmal hier kurz die Büchse. Okay, wenn ich sie mit links anfasse, rechts loslasse. Schön. Das ist total toll. Kann ich das stapeln? Bringt mich aber hier durch die Tür tatsächlich nicht wirklich durch. Kann ich durchs Fenster irgendwie? Hallo? Ist der Hauswart da? Man müsste mich mal reinlassen. Okay, hier genau nichts. Bin ich Colt einfach nur zu doof oder was? Was ist denn das für ein Murks? Okay, du kannst auch mit E gedrückt halten. Interagieren. Ah, so ist das also. Du musst quasi gedrückt halten und vorwärts laufen. Interessant. Gut. Na, dann hätten wir das auch gelöst. Hurra. Europalette. Okay. Kann man die Europalette bewegen? Nee, kann man nicht. So, hier geht's noch runter. Nee, geht's nicht runter. Kann man in die Spinde reinschauen? Nein, kann man nicht. So, ich habe keinen Plan tatsächlich, was wir machen müssen. Okay, wir dürfen anscheinend nicht groß auf uns aufmerksam machen. Das ist ja schön. Das ist beruhigend. Hallo! Sprinten. Oh Gott, jetzt überlegt man ihn. Überlegt man, ihr müsstet hier arbeiten. Eine tristen Butze. Oh Gott. Hallöleli. Das ist ein Buch, wa? Mann, ist der Duster. Was ist das? Stein. Stein nur ein altes Brötchen. Schön, kann man machen. Oh Gott. Oh Gott, warte mal. Kann ich. Nee, crouchen ist nicht. Ach du Schande, ey. Ist das bei euch genauso dunkel wie bei mir? Alter, ich hätte schon so instant gar keinen Bock drauf, hier zu arbeiten. Aber so wirklich nicht. Ist auch überhaupt ja nicht unheimlich. Und dunkel. Hör doch auf! So, ey, eine Taschenlampe. Wirklich, ich würde mich drüber freuen. Oder ein Knicklicht. Irgendetwas. Ah, jetzt nach oben. Hier geht's auch lang. Hier ist eine Leiter.
Achso, nee. Das ist gar nichts. Okay. Gut, dann folgen wir einfach mal dem einzigen Licht. Okay. Das ist ein Schatten. Oh, ist das fies. Oh, eine Taschenlampe. Yeah. Okay. So. Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Ah, das sieht doch schon erstmal ganz gut aus. Macht jetzt meine Taschenlampe schlapp. Oh. Nein, ich muss alle Furz Nase, muss ich noch die Taschenlampe schütteln, damit sie nicht aussieht. Das ist mir aber unwohl, Alter. Und irgendwas, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass die Sicherung nicht lange hält. Ah, war ja keine Leiter, das war ein Regal von der Seite. Auch schön. Und hier ist keine Klinke dran. Auch schlecht. Auch nicht. So, das bringt doch nicht diese so Taschenlampe zu hauen irgendwie. Das ist doch, kann doch nicht die Lösung sein auf Dauer. So, jetzt sind wir wieder komplett zurück. Also bis jetzt habe ich jetzt ja noch nichts gesehen, wo ich irgendwie hätte woanders laufen können. Weil keine Türgriffe dran. Ja, es ist schön, dass du mit allem interagieren kannst, aber nicht wirklich irgendwie... Du kannst es nicht öffnen. Nichts. So, ein Schloss. Ach, das ist ein Schlösser. Was ich vorhin für einen Stein gehalten habe, ist ein Schloss. Oh, sind wir bei Steves Bewerbungsvideo für Tine Wittler. Genau. Das ist richtig. Oh, eine Karte. Wie schön. So, Office. Manhattan Plant. Tja. Hier auch mal hier. Pflanzabteilung. So. Pumpen und ähnliches. Schön, dass man hier so Tagebücher findet. Also bis jetzt hat es Interagieren noch nicht so wirklich Sinn gemacht. What? Okay, wir sind nicht allein. Nein. Fritz von der Spätschicht ist auch noch da. Was jetzt? Was war. Habt ihr das gesehen? Diese Verzerrung? Oh Gott. Ich bin hoffnungslos verlaufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleister. So, was ist hier los? Jetzt hier die Büchse umgeschmissen mit weißer Premium-Farbe. Ja, okay, also wir können es jetzt einfach... Man durchläuft es tatsächlich bloß. Oh, wir haben den Filter gefunden. Wunderbar. Oh, die Lampe. Fritz, der ist doch im Urlaub. Nein! Stimmt, Fritz ist im Urlaub. Wer war's dann? Ich sag gleich, wenn ich vor irgendwas wegrennen muss. Wartet, ich renn in die nächste. Egal welche Sackgasse irgendwie, ich werde sie definitiv finden. Da werde ich dann sein. So, Farid. Eieiei. Oh Mann. Was ist das für Gekeuche?
möchte keine Keuche hören. Seht ihr diese Verzerrung? Im Bild? So wie Gas? Ach du du glaubst es ja nicht. Das ist ja duster wie Bärenarsch. Hallo? Mann. Mann! Jojo. Wieso tust du mir das an? Wieso nur? Ich hab hier eh schon einen Herzinfarkt. Wenn der Stuhl noch voll Urin ist, bringt das keinem etwas. Aber danke für die Koffis. Also, danke, dass du deine Koffis dafür verwendet hast, mich zu erschrecken. Irgendwie warst du mir zu entspannt, ja. Das öfters das mal bei solchen Spielen. Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. So, im Office-Trakt war doch eigentlich irgendwie irgendwas. Nee, der Filter war im Office-Trakt zu finden. Und wo sollen wir jetzt damit hin? Und warum sie. Ist ja. Geplant. Ja, das ist, also hier bin ich total erschossen. Orientierungsmäßig bin ich hier komplett am Arsch. Genau wie meine Taschenlampe, die ist auch totale Scheiße. Ein paar Pipes. Ach, überall diese Premium-Farbe. Okay, jetzt mal. Oh! Wie? Beginning filter process. Please stand by. Was ist denn nun? Was ist denn nun? Das ist doch, was hat er in der Hand? Check back later, den finde ich doch nie wieder, Alter. Mach doch die Taschenlampe an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird das Spiel richtig schlimm. Und nun? So, okay. Wir laufen jetzt hier so ein bisschen in die Fallchat rum. Ich gehe mal nochmal hin und guck mal vielleicht. Nachricht gelöscht? Was ist da los? Du hast 300 Sekunden Timeout bekommen, Mutti. Was hast du da geschrieben? Muss mal gucken. Manchmal ist unser, manchmal ist unser Mod ein bisschen fies irgendwie eingestellt. Muss mal gucken, ob du irgendwas auf Caps Lock oder so geschrieben hast. Richtig nicht. Oh Gott. Wo kriegt denn jetzt hier den Strom an? Wo geht denn jetzt hier der Strom bitte an? Sag nicht da, wo ich am Anfang war. Oh Gott. Oh Gott, schämen. Ach du. Hast du den Streamer sein Geschrei kritisiert? Mach doch auf die Brutze. So, jetzt sind wir wieder im Plant. Aber wo schalte ich denn bitte den Strom wieder an? Und warum zur Hölle ist denn die Taschenlampe so kacke? Ist doch Wahnsinn. So, okay, dann gehe ich jetzt hier rum.
Geister! Oh, no, 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 no! Alter, die Taschenlampe! Die Taschenlampe macht mich so fertig! So, hier geht's runter. Wo war das jetzt? Siehst du, hier ist doch Licht! Hier ist doch Licht! Hier drin muss man auch irgendwo eine Sicherung finden. Nein! Nein, nein, nein! Mann, ich möchte doch jetzt hier bloß irgendwo mal die olle Sicherung anmachen. Wo ist die beknackte Sicherung? Kann man nicht mal ein Schild hinmachen? Irgendwie Power da? Warum? Das ist doch unnütz. Stattdessen ist Hechelhorst hier nur am Start irgendwie. Ach, das ist doch. Okay, okay, alles klar. Darf auf jeden Fall nicht zu nahe kommen. Mag er nicht so. Find er nicht gut. Ist er dagegen. Nee, geh weg. Das ist ein Soldat, ne? Ja. Es gibt auch nirgendwo Griffe an den Türen. Was soll der Quatsch? Was soll dieser Quatsch? Aggressionsbewältigung mit Benny und Steve? Was? Plant. Ja. Und er findet die Klinke nicht. Er findet die Klinke nicht. Oh, oh, Moment, hier geht's runter. Oh, oh, stop it. Could this be? Ist das der Weg? Ist das der Weg? Hat das Home und eventuell ein Ende? Sieht gut aus. Der sieht gut aus. Ja. Oh ja. Oh ja. So, ich könnte den Weg jetzt nicht nochmal finden. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe keine Ahnung, das war jetzt purer Zufall. Und warum wird mir jetzt schlecht? Warum wird mir jetzt komisch? Mir wird komisch. Ich möchte das nicht. Ich soll aufhören. Den Weg auch nicht herkommen. So, irgendwas ist jetzt nicht so geil, glaube ich. So, ich muss aber leider da lang, wo er ist. Okay. Oh, oh, okay. Er sieht da vorne nicht so geil aus. Scheiße. Alles ist jetzt voll mit den Geistern. Dürftet jetzt in den Maintenance gehen, genau. So, und ich will jetzt eigentlich nur diesen Filter aufnehmen von der Extraktion. Und
können sagen, oh, es war aber schön. Wir gehen jetzt. Sie haben das Spiel geschafft. Das würde ich gut finden. Wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt? Sorry. Ah, möchte nicht jetzt. Später nochmal wiederkommen. Filter process complete. Subject ready for termination. Wir haben es geschafft. Die Musik ist sehr, sehr schön. Das, was der Typ erlebt hat vor seinem Tod. Vorne kniet auf jeden Fall jemand auf den Gleisen. Jetzt wäre hier, ich möchte nicht hier sein. Wieso, was ist jetzt, warum? Warum? Lampe flackert auf jeden Fall schon mal nicht mehr, das ist schon mal schön. Kann ich jetzt raus, ich möchte raus. Was ist, wieso? Ich dachte, der Drops war gelutscht. Wahrscheinlich sind die Geister ebenfalls alle weg. Das finde ich schon mal sehr gut. Sind wir auch nie reingekommen hier in das Ding, ne? Also wir müssen tatsächlich, das Spiel legt sehr viel Wert darauf, dass wir den kompletten Weg zurücklegen. Also wirklich von da dazu. Okay, das ist halt Quatsch, Alter. Quatsch. Yeah! Wir haben es geschafft. Ich
sind wir mal fair. Das Spiel ist für Umwelt erhältlich. Es ist gut gemacht. Es hat eine Atmosphäre. Der Soundtrack ist sehr, sehr gut. Grafik ist auch wirklich... Ist gut. Kann man nicht anders sagen. Ist gut. Es wäre natürlich schön irgendwie, wenn weniger Abfuck-Momente im Spiel drin wären. Irgendwie. Also einfach eine vernünftige Taschenlampe würde es schon, glaube ich, viel, viel einfacher machen. Also, na klar, ich weiß, du willst irgendwas in dein Spiel integrieren, was so ein bisschen den Thrill erhöht. Aber alle 7 Sekunden irgendwie zu machen, ist nicht geil. Irgendwie ist nicht geil. Aber du hast trotzdem ein super Spiel gemacht. Irgendwie von daher, Chapeau, vielen Dank für dein Spiel. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen in nördliche Richtung da. Falls ihr es noch nicht habt, abonniert bitte den Kanal. Helft uns ein wenig zu wachsen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann.